Also wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, 4-Tage-Woche bei uns, da hätte ich gesagt, das ist nicht machbar, also nicht zu organisieren. Und dann haben wir es einfach gemacht und es ging. Mein Name ist Katja Hobler und ich bin bei Klöckner Natursteine zuständig für die Themen Personalmarketing und Strategie. Klöckner Natursteine ist ein inhabergeführter Steinmetzbetrieb mit insgesamt 25 Mitarbeitenden und unser Spezialgebiet ist die Restaurierung. Unsere familienfreundliche Unternehmenskultur ist davon geprägt, dass wir einfach flexibel auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen. In 2014 haben wir eine neue CNC-Säge angeschafft und dadurch haben sich die Arbeitsbedingungen für den Mitarbeiter total geändert. Er muss also jetzt viel mehr am PC arbeiten als früher und das fordert ihn sehr. Deshalb ist er nach kurzer Zeit mit der Bitte zu uns gekommen, doch nur noch 4 Tage in der Woche arbeiten zu dürfen. Dann planen wir das so ein. Ne? Also dann ist klar, der Freitag ist frei, weil wir müssen natürlich schon gucken, dass wir auch unsere Baustellen immer besetzt haben. Deswegen haben wir uns auf einen Tag geeinigt in der Woche, der dann eben zusätzlich frei ist für die betreffenden Mitarbeitenden, das ist der Freitag, und dann können wir das so einplanen. Natürlich hatten Kollegen, die Vollzeit arbeiten, ein bisschen die Sorge, sie müssen dann zum Beispiel auch samstags arbeiten oder einfach länger arbeiten, um die Fehlzeiten der anderen auszugleichen. Das konnten wir aber ausräumen im persönlichen Gespräch und es hat dazu geführt, dass wir mehr Mitarbeiter eingestellt haben. Unseren Kunden fällt das meistens gar nicht auf, weil kleinere Projekte, da ist man 3-4 Tage und dann ist man am Freitag eben nicht da. Das war nie das Problem. Bei Projekten, die über mehrere Wochen oder Monate laufen, da sind wir von uns aus proaktiv auf die Kunden zugegangen und haben sie darüber informiert, dass die Baustelle freitags nicht besetzt ist. Und auch das hat aber nie zu Missverständnissen oder Unverständnis geführt. Die positiven Folgen unserer 4-Tage-Woche sind ganz deutlich sichtbar. Zunächst mal ist unser Krankenstand in den letzten beiden Jahren massiv gesunken. Außerdem sind natürlich die Mitarbeitenden, wenn sie da sind, deutlich entspannter und auch leistungsfähiger, weil sie alles privater einfach auch in Ruhe regeln können. Und darüber hinaus haben wir ganz viele Bewerbungen bekommen, weil unsere Mitarbeitenden natürlich auch so viel Werbung für uns und unseren Betrieb machen. Herr Weber hat einen größeren Sohn und hat eben vor 3 Jahren noch eine kleine Tochter gekriegt. Und er hat dann hier auch im Betrieb schon gesehen, dass andere Väter Elternzeit genommen haben und möchte jetzt einfach mehr Zeit mit seiner kleinen Tochter verbringen und ist mit dem Wunsch dann auf uns zugekommen. Mein Name ist Alexander Weber und ich arbeite seit 1994 bei Natursteine Klöckner als Steinmetzgeselle. Als ich von meinen Kollegen davon erfahren habe, habe ich mir zu Hause Gedanken darüber gemacht und bin mit einem sehr guten Gefühl zu meinem Chef gegangen und der hat das auch positiv aufgenommen. Ich arbeite von Montag bis Donnerstag etwas länger, habe insgesamt die Stundenzahl aber reduziert und dadurch ergibt sich, dass der Freitag immer frei ist und ich ein längeres Wochenende habe. Die Vorteile im privaten Bereich sind ganz deutlich mehr Zeit, die man hat für die Familie und auch für Arbeiten, die anliegen, die man sonst immer nur samstags erledigen kann. Und dadurch ist man montags natürlich auch wieder entspannter auf der Arbeit. Mir gefällt die familiäre Atmosphäre und die Kameradschaft hier. Und für mich käme es auch nicht in Frage, den Betrieb zu wechseln.